Jetzt. Ja. Hallo Daniel, Süßer. Na, wie ist mit dir? Also, wir haben uns mal wieder gesagt, wir machen einen schönen Koop-Sonntagsstream. Und der steht diesmal im Zeichen von dem Superhelden Superman. Ja, Daniel, also wir müssen irgendwann wieder einen Stream machen, wo wir die Webcam von dir auch noch mit einbinden. Wir müssen ja unser hübsches Level mit dir dann nochmal toppen. Ne? Nein, wir machen jetzt heute mal einen Stream. Wir suchen ein paar alte Superman-Spiele raus, weil ich von jemandem aus meiner Vergangenheit, einer Person aus meiner Vergangenheit, als Superman bezeichnet wurde, weil ich mein Leben im Griff habe und meiner Tochter ein gutes Vorbild bin, bin ich gleichzeitig schon ein Superman. Hab vielleicht auch viel Spinat gegessen. Kleine Seitenbemerkung, Superman hat kein Spinat gegessen, das war Popeye. Ja. Popeye. Ganz genau, richtig, so ist das. Nein, und wir machen jetzt erstmal eine kleine Aufwärmrunde in unserem Spiel, wo wir uns immer gegenseitig battlen. Das ist Ojub auf dem C64. Und danach gehen wir dann in die Superman-Sparte, da wird Tapsi. Ich bin, ja, natürlich. Nein, du bist mein Vorbild, weil World of Warcraft in der europäischen Weltrangliste ist er unter den besten Tanks. Wow. 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 Und er ist auch der Schwanz von Adal. Die Hand von Adal. Das ist der Titel, den er immer noch im Spiel trägt mit Würde. Den kriegt man nämlich heute nicht mehr. Ist das so? Den kriegst du heute nicht mehr. Nein, das ist keine Ironie, Daniel. Nein, wirklich. Also ganz ehrlich. Die ist ja heute komplett ausgestellt, die Ironie. Ironie ist heute komplett aus. Nein, ne? Also, das ist alles bitter ernst. Bitter ernst. Auch das, was wir uns jetzt gegenseitig gleich während des Spiels anschmeißen, das ist wirklich bitter ernst. Und das wird unsere Beziehung im Nachhinein wahrscheinlich auch noch positiv oder negativ beeinflussen. Lässt sie mich gewinnen, wird die Beziehung positiv weiterlaufen. Ich lasse keinen gewinnen. Du lässt keinen gewinnen, na gut. Okay, ich muss jetzt gerade aber wenn du mich gewinnen lässt, ne, ja, könnte das positive Auswirkungen, ich habe schon ja Sprachstörungen. Auf unser Sexualleben haben. Ja, das sowieso. Ach so. Okay. Auf den restlichen Abend vielleicht haben. Ja, da ist ja, ach so, du hast das Sexualleben praktisch ausgeklammert. Nö. Ich gehe mal gerade auf Tauchstation. Mach das, Schatz. Das ist die falsche Richtung. So. Wir gehen jetzt in den guten alten C64. Yeah. Und ready. Ich muss nochmal auf Tauchstation. Das ist immer noch die falsche Richtung. Jetzt? Gut. Oh, jetzt ist so ein kleiner Mario-Pilz-Verschnitt. Also nicht Pilz, wie der Pilz, so an den Füßen, sondern die Pillen. Und wir betteln uns da mal ganz gerne drin. Das ist so ein bisschen zum Aufwärmen von uns gedacht. Ich glaube. Was? Drück du mal gerade. Wo denn? Na, warte mal eben. Wir machen das. Du kannst ja besser mit dem spielen, wo zwei Knöpfe. Nee, warte mal. Ich spiele immer mit dem, wo zwei Knöpfe. Ja. So rum. Wir müssen uns gerade ein bisschen sortieren hier. Sicher? Ja, alles gut. Den habe ich aber nie. Wenn ich jetzt verliere, ist das Ding schuld. Nee, du hast immer den, wo zwei Knöpfe dran sind. Bei mir fehlte der eine, ja, den habe ich dir ja nicht gegeben. Ja, aber ich habe das Loch und du nicht. Keine Ironie. Nein. So, wir fangen mal an. Hier gilt es wieder so ein paar von diesen Böhnchen, Bubbles farblich nebeneinander zu bringen, wie man es von, glaube ich, Candy Crush kennt oder diversen Spielen. Die KI in dem Spiel ist teilweise sehr... Scheiße. Nein. Du sagst doch mal, die ist total kacke. Nee, das kann man so nicht sagen. Wenn ich von dir Steine kriege, dann ist die Kacke. Ansonsten... Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, das weißt du ganz genau. Mm-mm.
Also bislang ist es noch sehr ausgewogen. Ich gebe ihr jetzt gerade noch so ein bisschen die Chance, sich ins Spiel wieder einzufinden. Du gibst mir die Chance, das finde ich aber süß. Sehr süß. Nee, das hat mit süß nichts zu tun. Ich will ja nicht unfair spielen. Ich möchte ja, dass du... Du spielst immer unfair. Nein, das, immer. Ist, nein, das kann man immer. So nicht sagen. Immer. Immer. Sag ich doch, da kommt doch schon... Ja. Ja, ist schön hier. Das ist die KI. Mm, natürlich. Das ist auch die KI. Was für eine KI? Ich habe gerade nichts gesehen. Locker weg, ne, Schatz? Ja, du ganz locker weg, mehr am Wochenende. So, ja, ja. Ja, bitte? Hast du was gesagt? Nein. Gut. Ja? Ja, zurzeit kommen sie nicht so, wie sie kommen sollen. Das ist nie so. Kommst du auf Kommando? Was kommt denn? Wärmst dich auf, sagst du. Ja, also das ist jetzt so mehr oder weniger erstmal so zum Gucken halt. Ne? Na klar. Zum Gucken. Hm. Na klar. Jedes Möhnchen gibt ein Tönchen. Aber nicht jetzt. Nein. Gut. Diese hier geben nicht nur Tönchen, die machen richtig Musik. Guck mal. Ganz toller Rotz. Sie machen Musik. Toller. Sie machen Rotz. Musik. Mhm. Und das war jetzt gerade eine richtig schöne Sonate für mich. Natürlich. So nah, so fern, so nah. Du weißt ja, dass du weißt ja, dass du abbauen musst, ne? Ja. Also nicht aufbauen, da, sondern abbauen, ne? Ich weiß. Gut, ich wollte das mal sagen. Da sprach der Klugscheißer. Nee, nee. Doch, doch. Ich wollte dir ja nur Tipps geben. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Mhm. Beschwer dich hinterher nicht. Wenn ich mich beschweren würde, woher, dann müsste ich rausgehen. Ja, draußen im Garten liegen noch ein paar Steine. Mm, die kannst ich du weiß. Dann wolltest du dich beschweren, mein Schatz? Nee, dann müsste ich mir... Oh. Wolltest du was? Wolltest du irgendwas sagen? Sind das die Steine? Wolltest du irgendwas sagen? Sind das wolltest die du irgendwas sagen? Nein. Gut. Welche Tipps wolltest du mir geben? Keine ja. mehr, ne? Nein, also ich sag mal so... Du hast mir jetzt gezeigt, dass du es verstanden hast. Jetzt kannst du auch wieder fair spielen. Ich spiele immer fair. Nein, sie hat nicht die Hosen an. Das ist jetzt doch, ich habe Hosen an. Ja, jetzt aber auch nur aus Stoff. Ansonsten so rein... du weißt, was ich meine. Ach, Schatzi, du hast es schon echt nicht einfach. Nee, man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Vor allen Dingen, dass es jetzt schon wieder von oben runterkommt. Nein, ich freue mich nicht. Also ich bin eigentlich... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist scheiße. Nee, ich wollte dir gerade mal Nein, zeigen. Nein, du sollst... Psst. Aber so macht man's. Na klar. Na klar. So. So? Genau. Das war was? Das war klar. Was denn? Ja, das ist... Die Steine, die kommen halt immer genau da runter, wo man sie nicht gebrauchen kann. Das ist immer so dieses Murphy. Das sagst du ja immer. Immer am Jammern, immer am Meckern. Also... Immer, immer, immer. Nein? Doch. Doch. Doch, doch. Da. So, Daniel, was du hier siehst, das ist nur ein ganz kurzer Screenshot von unserer Beziehung so allgemein. Ne? Also, ja. Eigentlich tut sie immer das, was ich sage. Natürlich, natürlich. Das hättest du gern. Nein, das hättest du nicht gern. Aber du hast ja gerade, du bombardierst schon wieder Scheiße. Das ist absoluter Rotz. Rotz, Rotz, Rotz. Rotz. Ich weiß, ich bin mir jetzt gerade keiner Schuld bewusst. Ich bin durch. Was hast denn du da gemacht? Du hast Scheiße rübergeschickt.
Ich würde sagen, der Abend ist gelaufen. Daniel meint gerade eben, ich merke schon, sie ist bestimmt total devot. Das ist richtig. Das ist richtig. Sie sagt, warum liegst du dann immer in Ketten und kriegst einen Arsch voll? Runde 2? Ja, Runde 2. So, wir werden jetzt gerade so ein bisschen warm. Also ich werde warm. Du hast ja auch Bluthochdruck. Wolltest du was sagen? Nee, im Winter freust du dich über meinen Bluthochdruck, ja, weißt du? Dann steckst du deine kalten Füße, steckst du bei mir unter die Decke, weißt du? Ja, der ist so, wirklich. Im Sommer dann werde ich getreten, dass ich meine Blutdrucktabletten nehmen soll und im Winter versteckst du sie. Nein, ich würde niemals deine Tabletten verstecken, vor allem nicht die blauen. Die blauen. Das ist ja auch uneigennützig dann, ne? Eben. Ja. Oh, Schatz, ist schön hier. Ja, wie war das nochmal? Also, wir können nochmal auf das Gesprächsthema zurückkommen, was wir hatten, wo du ja geprahlt hast mit deinen Vorzügen, Daniel. Das lassen wir jetzt mal an der Stelle, weil wir sind hier in der Retro-Zeit. Und nicht bei Dr. Sommer. Und diverse. Und nein, ich brauche sie nicht. Das ist nur mal so nebenbei erwähnt. Sie will mich jetzt nur dissen und das macht sie ganz gerne. Sie will mich jetzt. Ja, du willst mich jetzt. Ich will dich aus dem Konzept bringen. Du willst. Genau, das, du hast es mir gerade aus dem Mund genommen. Aber es gelingt mir ja auch ein bisschen. Ein bisschen. Ganz wenig. Das ist ja egal. Ganz wenig. Solange es einen kleinen Effekt hat, ist das alles in Ordnung. Ich glaube, den Effekt habe ich mir hier gerade selber so ein bisschen. Ja, das ist auch nicht mein Problem. Nö. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Nicht schlimm. Alter. Ja, bitte. Heute ist so ein schöner Tag. Schalalalala. Sag mal, wir haben doch gerade eben erst angefangen. Wo holst du das jetzt schon wieder ab? Schatz, gucken, abräumen soll man, hast du mir gesagt, ne? Ja, ja, ich habe dir das jetzt aber auch gerade nur mal eben gegönnt. Na klar, nee, na wirklich. Klar. Weil ich na möchte klar, nicht, dass. Na klar. Ich möchte na nicht, klar, dass du hier schon wieder die Motivation verlierst, weißt du? Mhm. Und dass ich dich dann gleich wieder trösten muss und so. Das machst du doch gern. Abräumen, Schatz. Dabei. Wie den Tisch. Ja. So. Das geht schon mal. Das ist schon mal wieder ein Anfang. Sagen wir mal so. Mhm. Ja. So. Hier so ein Kollegen. Kollege? Ja. Okay. Wenn du jetzt mal gerade so einen Moment Pause machst und mir gerade mal so eine Ruhe. Warum sollte ich das? Ja, weil ich ja älter bin. Und du hast ja gerade gesagt, ich habe einen schlechten Blutdruck und sowas alles dann. Ja, Schatz, aber da musst du dir eine andere suchen, die dir eine Pause gönnt. Weil wer rastet, der rostet. Warum soll ich dir eine Pause gönnen? So, aber das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Das sieht schon mal wieder so ich kann da auch nicht klagen. Ja. Ich den jetzt. Oh. Du kannst auch, ne? Das war wieder. Was denn? Nee, nichts. Ah, was? Nein. Ich wollte das Wetter imitieren von gestern. Und das war? Hagel, kam auch Steine runter. Also Eishagel, du weißt schon. Eishagel, ja. Kleiner so, Eissteinchen. Den nehmen, zack. Wobei, schön! Du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Super! Voll toll! Ja, ich dachte mir nur, ich gebe dir einfach mal ein bisschen was zurück. Das ist ja nicht, das sind nicht nur Steine. Sieh diese Steine auch als Liebe. Mhm. Ja, das ist so. Lasten. Altlasten? Nein. Nee, Lasten. Ich habe nicht Altlasten gesagt. Altlasten habe ich nicht mehr. Nein. Ist auch gut so. Ja. So.
Nicht? Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Was wolltest du? Nein. Geld kann ich jetzt ja nicht hier brauchen. Tja, passiert, ne? Kommt dabei. Oh, jetzt kommt. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich dachte, die KI wäre wieder gegen mich hier. Ja, natürlich. Alle gegen dich. Mhm. Ah, das kleines Töpftopf. Nicht. Das ist stimmt. Der war gut. Der war super. Scheiße. War gut. Soll ich dir was sagen? Da kommt noch was. Nein. Doch. Der war voll gut. Nein, ich bin noch über OBS. Du, ich habe mir das alles so eingestellt gehabt mit den ganzen Szenen und so. Also Twitch Studio habe ich mir noch nicht angeguckt. Da gucke ich mir aber definitiv noch mal an. Das war jetzt wieder KK. Muss ich mal gucken, weil da müsste ich mir mal einen Tag Zeit nehmen, das alles wieder umzubasteln und so, die ganzen Layouts. Und da sind sowieso ziemlich viele Fehler auch drin, die ich noch wieder ausmerzen muss. Und mache ich dann mal bei Gelegenheit. Nein. Ich bin, glaube ich, jetzt so ein bisschen hier gerade am Limit. Das war's. Okay, also so. Guck mal, hast du gar keinen Bonus. Doch? Nein, du hast keinen Bonus gekriegt. Hm. Diese Runde wird's jetzt alles entscheiden. Sind wir dann warm genug für die Superman vs. Scoliosis? Bestimmt. Ich kenne zwar keins der Spiele, aber... Ja, die werde ich dir ja dann näher bringen, weil du sollst ja dann mal in diese Welt eintauchen der Superhelden. Meinst du, ich werde dann Superwoman? Nee, also es ist ja alles divers. Du bist non-binär und dann bist du halt auch Superman. Also du kriegst keine... Na toll. ...hohen Stiefel. Hohe Stiefel hat er aber an. Also von daher kannst du dich damit identifizieren. Okay. Ja. Na, wie ist denn etwas? Okay, Daniel baut gerade alles auf Twitch Studio um. Wie gesagt, ich werde mir das definitiv anschauen. Was ist da der Unterschied? Es gibt mehrere Kontroll- oder Steuersoftware fürs Streamen. Erzähl ruhig weiter und gestikuliere wild. Ja. Und leg den Joystick an der Hand, an der Seite. Das hättest du jetzt ganz gerne, ne? Dass ich jetzt das Ding an die Seite lege und... Ja, klemme. Ich höre dir auch aufmerksam zu. Ja, na klar. Nein. Nein? Schade. Was ist denn das schon wieder? Ich habe nichts getan. Na, das sagst du immer. Oh. Derzeit kommen mir aber echt so ein bisschen blöd. Also das ist noch nicht so ganz... Was denn? Also ich habe noch nicht so ganz ins Spiel gefunden. Ich weiß nicht, was du meinst. Alter. Du hast schon wieder ins Spiel gefunden, ne? Ich kann mich nicht beklagen. Alles prima. Voll gut. Läuft hier. Ja. Das war jetzt irgendwie... Was denn? Nee, ich hatte gehofft, dass der mir hier so ein paar von den Steinen da unten abbaut. Okay. Dann hätte ich nämlich... Okay. Schon. Hat er aber nichts gesagt. Nee. Oh, das tut mir aber leid für dich. Ja, du weißt ja, woran es liegt, ne? Immer an der KI bei dir. Das ist immer... Nie an dir selbst, nein, immer an die KI. Das ist die KI, definitiv so. Und du baust mich hier gerade schon wieder zu, sehe ich. Ich möchte, dass du es kuschelig hast bei dir. Meinst du, das Baumaterial ist jetzt eh so teuer geworden, ja. Dann schmeißen wir mal gerade ein paar Steine rüber. Ja. Heute sie. Ach, Schatzi, so wird das nie was. Nein, definitiv nicht. Vor allen Dingen,
Wenn du mir hier nicht mal gerade irgendwie so eine Minute gibst, dass ich mich mal neu orientieren, sammeln und... Du brauchst dich nicht orientieren, es reicht, dass du hetero bist. Passt schon. Das will ich auch gar nicht, verändern. Das habe ich auch nicht gesagt. So. Sollte da hin. Das war richtig. So? Alles prima. Da ist das System hinter. Weißt du doch. Ja. Das ist mir verbaut. Das war klar. Dass der da wieder drauf geht. Super. So machen wir das. Was kommt jetzt? Ja, das ist auch super. Ach, jetzt habe ich den falschen Bericht, Depp. Was jetzt? Ach, herrlich. Schönes Spiel. Schöner Spiel. Sehr schön. Ich freue mich aber. Schatz, es tut mir total leid, es war total aus Versehen. Der Joystick hat jetzt gerade nicht mehr reagiert. Der Joystick hat nicht mehr. Der Knopf, also ich wollte den gerade, aber der hat nicht mehr reagiert. Na klar. Das hat jetzt nur daran gelegen, Natürlich. Aber der, ja. Ich glaube dir alles. Ja, also gut, sagen wir mal so, ich habe dich jetzt zum Aufwärmen mal gewinnen lassen. Das ist gelogen. Deine Nase wächst. Die ist so groß. Die Nase ist so groß. Gut, jetzt zeige ich dir mal Spiele. Wir fangen mit dem Atari 2600 an. Da hat es so ziemlich das erste Superman-Spiel gegeben. Und das gucken wir uns jetzt mal an und das darfst du dann spielen. Du kannst den Joystick an die Seite packen, den brauchen wir dafür nicht. Dafür gibt es jetzt ein... Dann gehen wir in den Raspi. Yes. Genau. Prost. Auf. Danke, dass du mich gewinnen hast lassen. Ja. So. 2600 damals schon. Dieses Spiel habe ich damals bei Thorsten Henschel gespielt. Der hatte Superman. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt nicht, was wir machen müssen. Okay. Aber du erklärst mir schon, was ich machen muss, weil ich bin... Ja, ganz danke. Genau. Also du bist jetzt praktisch in dem Spiel Superman. Das habe ich mir gedacht. Du fängst aber an, indem du in diese Telefonzelle reingehst und bist erstmal Clark Kent, weil ne, Superman hat eine geheime Identität. Ich weiß. Der zieht sich einfach nur eine Brille auf, kämmt sich die Haare nach hinten und keiner erkennt ihn mehr. Ach nee, der macht sich die Haare nach vorne und keiner erkennt ihn mehr. Das ist voll die gute Tarnung. Das ist eine richtig gute Tarnung. So, und dann geht er jetzt hier rüber und sieht dann, wie die Schergen die Brücke kaputt machen. Die was? Das ist Lex Luthor und seine Leute. Die haben jetzt Kannst du das nochmal sagen? Das ist Lex Luthor. Du musst nicht ins Büro gucken. Nein. Siehst du? Und da wird Lois Lane auch noch entführt. Okay. So, und jetzt geht's los, dass Superman wieder zurückgeht in die Telefonzelle
Da hat er dann wahrscheinlich so seinen kleinen Koffer drin mit seinen ganzen Anziehsachen. Du hast mir Stiefel versprochen. Wo sind denn die Stiefel? Die hat er an. Also die sieht man jetzt schlecht. Das war eher. Ja, wir haben gleich noch Spiele, wo man sie drin sieht. Okay. Jetzt haben wir hier schon erstes Brückenteil. Mhm. Das kann er sich jetzt, glaube ich, nehmen. Irgendwie, wenn ich mich da so recht erinnere. Irgendwie wollte er das dann haben. Und dann will er das nicht mehr. Hat doch die Elvis-Locke vorne, richtig, ganz genau. Oh. Stefan sagt es gerade, genau, richtig, ne? Er macht die Elvis-Locke. So, und da ist Lex Luthor, den schnappst du dir jetzt und jetzt ist irgendwo hier ist ein Gefängnis und da kannst du den Kollegen dann reinbringen. Das ist der Daily Planet, da müssen wir nicht hin. Oh Gott, ist das laut, das Ding. Boah. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn verloren. Na toll. Super. Naja, du hast das Prinzip jetzt aber verstanden. Das heißt also. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliegen muss. Das wirst du dann schon finden. Ich mache mal gerade den Limiter noch aus. Dann sind wir nämlich nicht mehr ganz so. Wir machen das ein bisschen leiser. So. So, du kannst jetzt loslegen. Du drückst auf Start. Und jetzt kannst du dann runter in die Telefonzelle. Genau. Und jetzt guckst du dir an, wie die Brücke praktisch erstmal zerstört wird. Bäh. Toll. Da ist Lex Luthor, ja. Seine Scherben. Jetzt kann ich ja zurückgehen, sagst du. Jetzt gehst du zurück und gehst in die Telefonzelle. Und jetzt kannst du dann praktisch raus und fliegen. Nee. Doch, weiter. Dann stößt sich da noch so die Birne und jetzt kannst du hoch. Mit? Nach oben, genau. Guck mal. Und da wedelt das Cape. Da ist Lois Lane, die kriegen wir aber gleich irgendwann noch. Guck, da läuft sie. Das ist aus dem Hubschrauber abgehauen. Naja. Ja, wo dann? Den kannst du dir auch schnappen. Und wie schnapp ich mir den? Einfach, jetzt hast du ihn schon. Einfach hin. Die schießen nicht, also das gab es in dem Spiel. Du kannst einfach hin, zack, und jetzt hast du ihn. Jetzt musst du gucken, irgendwo ist ein Gefängnis. Und woran erkenne ich das? Da sind so Gitterstäbe. Ist das so? Ja. Mhm. Das ist nur eine Telefonzelle. Du musst mal nach oben. Geh mal nach oben auch. So, und jetzt gehst du mal nach rechts und links. Also da, such den Screamer ab. Ich habe mal irgendwo eine Karte dazu gesehen, aber... Wo denn? Ich habe keine gesehen. Nein. Das ist aber nicht, ne? Nein, das war ein Teil von der Brücke, die müssen wir nachher wieder zusammensetzen. Okay. Aber jetzt, wo du gerade den Kollegen da hast, kannst du den zum... Geh mal wieder hoch. Noch, ja. Jetzt bist du in Daily Planet, glaube ich, rein oder so. Aber jetzt, genau, jetzt geh mal weiter nach da. Oh Gott. Da ist das Gefängnis. Yes, Baby, du hast den ersten weggebracht. Okay. Da war, glaube ich, noch einer. Entweder da oder dann runter. Da ist er schon. Da ist er. Und dann gleich nach oben bringen. Ja. Mann. Yes. Hab ich? Du hast den nächsten Schergen. Oben sind noch drei und Lex Luthor ist der dicke Balken, der dicke Fisch. Den musst du dann halt auch gleich wegbringen. Aha. Muss ich da vorher Spinat essen? Weil ist dick und so? Man sagt ja, ne, Superman ist so kräftig wegen Spinat. Oh. Nein, das war ja Popeye. Und wie kriege ich den da? Ich weiß gar nicht, ob du die kriegen kannst, wenn die unten drin sind, weil du fliegst ja da nicht. Was ist das? Du hast jetzt ein Küsschen von Lois Lane gekriegt. Guck mal. Das war cool. Das bringt dir aber nicht viel. Ach so. Es gibt nur Punkte. Da ist er wieder. Jetzt bist du wieder in den Dings. Wo bin ich da jetzt? Du bist wieder in das... aber wieso bin ich denn da drin? Geh rechts oder links wieder raus. Mhm. Da war er. Du, wenn du fliegst, bist du schneller. Ja, aber wie... So. Du musst nur eine bestimmte Höhe erwischen. Genau. Und jetzt musst du da gucken, irgendwo... Dieses. Genau, ich glaube mal hoch und dann irgendwo. Ja. Wenn du auf. Das, guck mal, das war letzt. Wenn du jetzt auf einer Höhe bist, dann versuch erstmal nur rechts und links zu fliegen. Weil ich dachte, ich fliege erstmal ganz nach oben. Ja, es wiederholt sich dann irgendwo. Mhm. Also meinst du, muss ich höher? So, da ist es. Huh? Yes, Baby. Und da ist noch einer. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Genau, da ist er schon. Ah, guck mal. Aber ich weiß gar nicht, wie ich... Da runter. Ja. Das war die falsche. Ja, ne, die musste, glaube ich, später zum Daily Planet dann bringen. Und dann ist das Spiel beendet. Wo ist er denn jetzt hin? Schatz. Weiß ich nicht. Jetzt musst du wieder suchen. Jetzt hast du ihn verloren. Toll. Ja. Super. Achso. Also wenn ich hoch und runter, dann kann ich fliegen, oder was? Ja, du musst erstmal einmal abheben praktisch, ne? Also sonst läuft der halt die ganze Zeit. Da ist einer. Ja, genau. Das ist da unten drin. Das war Lex Luthor übrigens. Ja. Hä? Da ist einer. Da ist er. Hä?
Habe ich den jetzt? Nein. Nein. Wieder hoch, hoch, hoch. Der ist da oben. Da ist er. Schnappen dir, Tiger. Hab ihn. Genau. So, jetzt hoch und dann flieg mal rechts oder links erstmal. Irgendwo. Und du musst aufpassen, der Hubschrauber, der jagt dich auch. Ja. So, immer mal weiter nach rechts, rechts. Und dann, wenn da nichts mehr kommt, dann hoch. Hier noch mal eine Etage höher. Und jetzt wieder rechts, immer weiter rechts. Irgendwo. Ja, das hat der Daily Planet raus. Hoch, raus. Genau. Und jetzt fliegt er mal weiter. Versuchen wir gleich nicht in den... mal nicht da rein. Also wir suchen jetzt mal nur die Gitterstelle. Ja, ich weiß was, ich nehme mal eine andere Höhe. Genau. Weil ich geh noch mal eine Etage höher. Und jetzt mal, genau. Ah. Ja. Aber du weißt jetzt mittlerweile, worauf es ankommt. Ja, ich weiß zwar nicht, wo ich hinfliege, aber... Passt schon. Das ist wieder der Start. Da ist er. Stopp. Ja, ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Da. Guck, und da kannst du gleich den nächsten Scherben ja, da einsammeln. Ja, nee, die nicht. Wollte ich doch gar nicht. Mit der ganze SM. Die hat sich, in meinen Weg gestellt. Ja, die möchte aber nicht in Ketten gelegt werden. Die steht auf solche Spielchen nicht. Ja, Pech gehabt. Aber jetzt hast du noch einen. Ich glaube, du musst wieder zurück. Also. Nee, da. Ist er doch. Ja, aber zum Gefängnis. Ja. Jetzt fliegst du wieder diagonal. Ich wollte. Hoch! Da war's. Genau, genau. Yes, Baby. Einer ist noch flüchtig, der rennt jetzt irgendwo rum. Der Heli ist erstmal egal. Und wo sieht man, wo die Dinger sind? Also, was ich da. Ja, du, soll ich mal. Genau, also jetzt, also die Brückenteile, ich weiß gar nicht, ob man das erst machen kann, wenn man alle eingesperrt hat, dass man dann die Brücke erst zusammenbauen kann. Nein, ich meine eigentlich diesen Typen-Dingsbums da. Ja, den musst du suchen jetzt. Der kann irgendwo sein, ne? Der flitzt irgendwo rum. Deswegen, also wenn du so ein paar Screens durch bist, rechts und links, dann gehst du mal eine Etage tiefer. Und dann guckst du da auch wieder. Ich geh mal in die andere Richtung. Da ist er. Kaiser. Zurück. Alter. Das ist doch scheiße. Nein, das ist. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oder auch nicht. Ja, da will ich mitkommen. Gibt's hier eine Zeit? Nee, es gibt keine Zeit. Also es zählt sogar, glaube ich, irgendwie die Punkte zählen rauf. Also eigentlich ist es ein Spiel für Sonntag, so ein Chill-Stream-Spiel. Ja, das Einzige, was halt ist, du musst jetzt. Gucken, dass du den Kollegen wo findest. Oh ja, ist schön. Und da werde ich anvisiert. Ja, ich weiß nicht, ob die Punkte wegnimmt, aber die zwingt dich dazu zu landen, wenn du in das Ding rein bist. Ich weiß nicht, ob das eine Drohne ist oder irgendwie sowas. Da ist er. Mhm. Aber dann kann ich den noch gar nicht. Dann musst du, genau, jetzt ist er runter wahrscheinlich. Also du musst wieder. Nee. Und nach da und wieder hoch. Nix. Nix. Ja, dann hat er sich. Ja, genau, dann musst du jetzt wieder. Du schaffst das. Bestimmt. Da ist die Uschi schon wieder. Ja. Also Uschi braucht man auch gar nicht retten. Die haut aus dem Heli sowieso immer wieder ab. Ja. Schatz, der sie versteckt. Wo auch immer ich hier bin. Das ist alles Metropolis, ne? Also. Ah, ich hab da was geguckt, mal. Wo bring ich das denn hin? Das kannst du doch nehmen. Das ist super. Wir müssen gucken, da wo wir gestartet sind, also runter. Und ich glaube noch einen runter. Und dann immer weiter nach da. Irgendwo. Wieso habe ich es jetzt verloren? Ich weiß nicht. Hab's nicht fallen gelassen. Ja. Guck mal, jetzt blinkt's. Ja, dann starte mal wieder und dann versuchst du zu schnappen. Kann ich nicht. Jetzt. Aber du hast das Teil nicht, ne? Zu gucken. Erst wieder. Jetzt. Ja, jetzt. Genau, flieg mal weiter darüber und irgendwo und da von den Dingern nicht erwischen lassen. Genau. Da ist der Kollege. Aber jetzt hast du natürlich gerade ein bisschen Brückenbauer. Es kann sein, dass sich dieses Ding da auch erwischt hat. Gerade so im Szenewechsel. Sonst lass es erstmal liegen. Da liegt ja auch noch ein zweites Brückenstück. Ja. Und dann gehst du jetzt wieder auf Verbrecherjagd. Ja, Schatz. Ja, der Job von Superman ist wirklich... Kacke. Er hat viel zu tun.
Da ist er. Ich hab ihn. Yes, so, jetzt gucken, dass du Gefängnis findest. Vielleicht dann gleich mal wieder eine Etage höher, genau, weil. Und jetzt. Genau, bleib mal entweder auf der. Nicht zu hoch, weil da war gerade dieser Daily Planet. Ja, jetzt ist er wieder weg. Nein, ich hab da, ihn. Stopp. Da. Genau, super. Das war schon mal Teil 1. Jetzt müssen wir die Brücke noch zusammenbauen. Ja, aber wo muss ich die dann hinbringen? Ja, da wo wir gestartet sind. Hellblau und dann ist da ein so eine tiefe Schlucht. Ist es so? Ja. Huch, ist so. Da ist was. Da ist was. Das nimmst du mal mit. Ja, wollte ich auch. So, und wo? Jetzt war das? Nein. Nein. Flieg mal. Da ist es. Runter. Zack, da hat er das erste Teil abgelegt. Jetzt müssen wir die anderen auch noch finden. Konntest du dem folgen, dem so? Nein. Doch. Ich finde, der fliegt ganz schön schnell. Naja, wir wollen doch mal fertig werden, ne? Ja, aber kein Stress hier. Du hast gesagt, wir haben heute Sonntag. Ich glaube, ich muss eins tiefer. Irgendwo habe ich es abgelegt. Ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß gar nicht mehr, ob man Lois Lane wegbringen muss auch noch. Oder ob das gleich reicht, wenn man einfach zum Daily Planet hinlatscht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So. Wo ist es denn jetzt? Na, ich weiß nicht, ob das auf der Insel ist. Genau. Ne? Daniel sagt auch, es ist ja auch Superman und nicht Schneckenman. Oh, ich bin gestresst. Wieso? Schnell. Da, ein weiterer. Nee, runter. Runter? Nein, du bist schon wieder zu weit. Ich habe keine Ahnung. Da war grade, nein, habe ich nicht. Aber da war. Wieso lag dann das andere Teil nicht dabei? Pass auf, da war gerade diese Telefonzelle. Vom Anfang. Und wärst du dann ein Screen weiter nach rechts gegangen, da wäre dann die Brücke schon gewesen, aber du bist nach oben gegangen. Ja. Und der, das guck mal, hat er gemobst. Der hat das Teil gemobst. Ja, weil du mich abgelenkt hast. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast sogar geredet. Ach so, das war mein Fehler. Ich rede. Zu viel. Gut. Okay, schon. So, jetzt da hinter dem Heli. Ja. Der hat ja das Teil da geklaut. Ich bin völlig unter den. Ach, guck mal da. Hat das abgelegt, guck. So. So. Ich finde, der ist. Ist das die Telefonzelle? Nein. Ich erkenne da überhaupt gar keinen Unterschied zwischen diesen Dingsbums, verstehst du? Geh mal noch einen höher. Ja. So, jetzt. Genau. Weiter. Okay. Na ja. Toll. Ja, dann musst du den vielleicht so ein bisschen probieren auszuweichen. Ja, versuchen. Weiter. Du hast gesagt, versuchen. Weiter. Ich hab's versucht. Und hoch. Geh mal hoch. Da ist nichts. Und jetzt wieder. Rechts. Für mich sieht das alles gleich aus, außer dass die Farbe wechselt. Und das ist Gefängnis. Das müsste tiefer sein. Tiefer? Denke ich. Ja, noch tiefer, weil auf der Ebene war man gerade. Dann gehst du noch, da liegt auch noch ein Teil. Ja, ich weiß. Ich glaube, da musst du aber noch tiefer gehen. Jetzt bist du unten. Genau. Alter. Das ist meins. Jetzt hast du den Heli. So. Jetzt hast du das Brückenteil liegen lassen? Ja, ich gehe. Hallo? Was machst du? Ich bin da hochgeflogen. Ich glaube aber nicht, das ist nicht. Doch, jetzt nur noch nach da. Da ist die Brücke. So? Liegt die da richtig? Keine Ahnung. Hol die anderen Teile erstmal ran. Und dann können wir uns über die Konstruktion dann nochmal Gedanken machen. Mhm. Man muss ja auch drüber laufen und so. So, wo war jetzt der Rest? Ja. So ein Plan wäre cool. Den habe ich ja. Du? Ja, ich sagte ja so ungefähr, wo es lang geht. Ich wollte schon noch einmal ankommen, ne? Auch dieser Sonntag endet irgendwann. Oh, morgen ist Feiertag. Wir können auch durchmachen. Bis dahin haben wir die Brücke fertig. Bestimmt. Ich glaube, es muss tiefer. Mann! Ich will dich jetzt nicht. Dass die sich immer in den Weg stellt, oder? Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Bisschen. Da waren wir schon mal. Dann geh noch mal weiter runter. Und jetzt such die Ebene mal ab. Da, er hat, glaube ich, wieder einen Teil. Siehst du das? Ja. Ah,
bin ich ja jetzt schon wieder dran. Ich glaube, jetzt bist du wieder... Oh, das ist toll hier. Ganz tolles Spiel, Schatz. Ich weiß. Tiefer? Oh. Wieso sind... Was denn? Das macht keinen Spaß. Wieso? Tiefer, höher? Weiter. 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 Ja. Du verzweifelst gerade an dem Spiel. Ein bisschen. Du möchtest nicht mehr. Sag mir, wo ich dieses Teil finde. Das weiß ich. Warum nicht? Ich denke, du hast einen Plan. Ja. Ja. Aber nicht so. Warum nicht? Möchtest du, hast du genug Atari 2600 Superman gespielt? Ich wollte diese Brücke gewesen jetzt fertig machen, aber irgendwie, guck mal, jetzt kann ich nicht mal mehr fliegen, weil dieses Ding ist da. Na gut, musst du jetzt einmal rüber und dann wieder nach oben. Oh, jetzt steht die Alte schon wieder da. Die hat dir einen Kuss gegeben. Ach, der Kuss bringt mir auch nicht zum Brückenteil. Da, ach. Da. Verdammte Axt, das war eben auch schon mal so. Ja, weil das Brückenteil liegt... Ja, mitten in dieser scheiß Telefonzelle. Nee, das ist, glaube ich, ein Eingang in die U-Bahn. Es ist mir egal. Es liegt da. Okay. Wie soll ich denn das da rauskriegen? Ziehen? Ziehen! Ja. Na klar. Natürlich, Schatz. Natürlich. So, ich gehe da jetzt da. Oh, steht sie schon. Das war, also du wolltest jetzt eine Abkürzung nehmen, praktisch da unten durch, oder? So eine Art. Okay. Wieso kann er jetzt nicht fliegen? Wo bin ich denn? So. Schön. Pass auf, stopp, nicht da rein, nicht da rein. Bleib mal lieber draußen, weil die Teile liegen draußen. Ich weiß, ich wollte da auch gar nicht, also... Jetzt vorsichtig ran, nicht zu weit, weil du musst, glaube ich, fliegen musst du schon, um dieses Teil überhaupt zu greifen. Und dann ist ja aber so schnell. Ja und nein. Also doch. Kannst du das da wegholen? Ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Aber ich will dir auch nicht zu viel helfen. Weil? So, jetzt darfst du wieder fliegen. Ja. Jetzt musst du es nur wieder aufheben. Ja, na klar. Funktioniert super, Schatz. Ja, klar. Da, jetzt hast du es. Guck mal, jetzt. Ach. Das ist schön. Wo bin ich jetzt wieder? Also, du bist schon wieder an der Position, wo wir vorhin auch waren. Jetzt nimmst du das auf. Genau. Und jetzt müssen wir gucken. Bleib mal auf der Ebene und da ist es. Da, guck mal, da ist es. Ach, guck mal. Oh. Ich hab sie gebockt. Du hast ich hab keinen Bock mehr. So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob man mit Louis noch irgendwas machen musste. Geh mal rüber. Und guck mal, ob du dich als Clark Kent wieder umziehen kannst. Ja, und jetzt kannst du über die Brücke gehen. Weil nur so kommst du zum Daily Planet rüber. Ich glaube, da kannst du einfach so... Genau, er geht dann hoch. So, jetzt müssen wir gucken. Irgendwo... Weiß nicht, geh mal weiter. Irgendwo war der jetzt. Geh mal hoch oder so. Richtig, was Brampi auch sagte da, das Game zählt eines, also neben E.T., was ja dann auch irgendwann, genau, geh da mal rein, neben E.T., was irgendwann verbuddelt wurde, zählte Superman zu einem der schlechtesten Games überhaupt. Ne, weil, ja, genau. Mhm. Aber wir haben einen Playthrough, also das heißt, du hast es jetzt tatsächlich durchgespielt. Mhm. Any percent, ne, das ist egal, ich weiß nicht, ob er mit Louis noch irgendwas machen musste, ne? Ja, und nicht 100. Mhm. Schönes Spiel. Mhm. Ganz toll. So. Ganz toll. Dann gibt es noch eine NES-Variante. Bei der war ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Da müsste man irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie Blödsinn. Sie wirkt etwas abgefuckt. Ja, gut erkannt. Gut erkannt. Ja. Ich glaube,
glaube, wir gehen mal. Was für ein Scheißspiel. Entschuldigung. Ich meine, das war schon. Scheiße. Ja. Wir nehmen mal die Mega Drive-Version. Okay. Wir haben gleich noch eine Version, die können wir zusammenspielen. Ja, ja. So, und jetzt? Ich will nicht schwer spielen. Nee, du kannst gucken, ob es da vielleicht sogar noch ein Easy gibt. Geh mal hoch mit dem kleinen Symbol. Da. Nein. Genau. Nein, geht nicht mehr. Difficult. Practice. Ne, Practice brauchen wir nicht. Ich glaube, da gibt es dann irgendwie nichts. Okay. Dann lass nochmal. Genau, runter. Starte doch. Die Freude in ihren Augen. Ganz genau. Sie freut sich immer auf diese Challenges. Und dann runter, Exit. Wieso? Ja, wir wollen aus dem Menü raus. Start. Ja. Drück mal Start. Ja. Das ist wieder Metropolis. Ist jetzt von der Grafik her ein bisschen anders als... Guck mal, über die Telefonzelle wieder, ne? Runde 1. Voll toll. Weiter Start oder... Nee, startet von alleine. Okay. Ja, startet es doch. So, jetzt musst du einmal gucken. Du hast du kannst die 4 Knöpfe benutzen. Ja. Ah. Der kann halt hüpfen. Der kann hauen auf irgendeinem Auge. Warte mal, das A ist hauen. Genau. B ist, der hat mich schon getroffen. Ja, dann musst du halt dann gleich an und dem was auf die Gusche hauen. Ja, oder so, ne? Ja, hauen. Ja, hab ich ja versucht. Nee, du drückst ja die Taste, jetzt, da ist die Taste, jetzt hauen. Genau, super. Also das war das. Ich kann mir doch dieses nicht merken. Und wenn du, glaube ich, länger drauf drückst, dann macht er so einen Superschlag oder sowas, der sammelt. Nee, das ist die X-Taste eigentlich. Die X-Taste, gut. Also hat er jedenfalls eben gemacht. Okay. Jetzt macht das nicht. Da hat er jetzt keine Power mehr. Da muss er den Spinat essen. Ja. Warum kann ich da nicht drauf springen? Wir sind hier nicht bei Mario. Nicht? Nein. Macht der nicht jetzt. Ich bin gleich tot, glaube ich. Das macht er. Wir fangen ja gerade erst an. Ja, oder so. Da war's. Guck, da ist der Daily Planet im Hintergrund, die Zeitung, ne, wo er arbeitet. Da musst du hochhüpfen. Ja, ist mir klar. Gibt es hier einen Powersprung oder so? Das ist höher. Ich weiß nicht, drück zweimal oder so. Oder mit Anlauf. Ja, hab ich ja. Mach doch erstmal den der UFO weg. Ja, ich bin tot. Weißt du was, Schatz? Ich mir mal gerade für Prinzessinnen und so. Mehr Spinat essen, sagt der Film Spider-Man, ja. Wo bist du denn jetzt hin? Ach so, machst du eine Pipi-Pause. Hände waschen, ne? Jetzt probieren wir das mal gerade einmal. Also, schlagen, hüpfen. So. Man kann drauf hüpfen, sagt ihr das aber bitte nicht. Jetzt geht's bestimmt besser. Ich hab für dich auch noch mal bis an die Stelle gemacht hier. Ansonsten hast du das schon ganz richtig gespielt. Was? Nichts. Was hast du gemacht? Mm-mm. Alles gut? Mhm. So eine Art. Mhm. Ja, das war die falsche Taste. Ja, du bist schon. Ja. Jetzt. Warte. Aber... Wieso kommt er da nicht hoch? Kann der Anlauf nehmen? Du hast, habe ich ja versucht. Du hattest von irgendeiner Taste, wo der so ein bisschen schneller gerannt ist. Ja? Ne, hauen wir euch. Das ist der Punch unten, der muss aufgeladen werden. Da steht Punch da unten, ne? Ich verstehe. Aber irgendeine Taste hattest du gerade, da konnte er so ein bisschen schneller ran. Ich habe nichts anderes. Was habe ich denn gemacht? Mhm.
Schatz. Warte. Das ist dieser. Ah, okay, du musst. Welche? Pass auf, wenn du zweimal in eine Richtung drückst. Warte, ich muss gerade mal gucken, das ist die Taste. Wenn du zweimal in eine Richtung drückst, dann rennt der Kollege und dann springt er trotzdem gegen den First. Kann er fliegen? Ich glaube nicht. Nee. Eigentlich kann er ja fliegen und sollte ja eigentlich auch fliegen. Ne? Aber da irgendwie nicht so. Hm. Hui. Ja. Er will sich aber auch nicht festhalten. Also da fehlt jetzt zum Beispiel das, was Spider-Man kann. Ne? Dass er dann irgendwie sagt so, ja, ich netz mich dann da mal hoch. Der geht ja nicht hoch. Muss man vielleicht in die andere Seite Richtung gehen? Jetzt. Okay. Was hast du da jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Aber ich bin oben. Das ist ja alles, was zählt. Ich glaube, das Superman-Zeichen kannst du einsammeln. Das ist irgendwie ein Bonus oder sowas. Okay. Vielleicht Energie. Das kannst du nochmal drücken hier. Dann kannst du weitermachen. Ah, ja. Das ist so ein Laser. Da sollte man vielleicht dann das Ding kaputt hauen, weil sonst tut das auch weh. Ist das so? Mhm. Man sollte sich vielleicht auch ducken, ne? Ducken oder schon mal hingehen und dem was auf die Blechnase geben. Ich bin gleich wieder tot, Schatz. Das ist sonst voll mein Spiel. Da würde ich nicht direkt durchlaufen. Oder so. Das, wenn man sich duckt, dann kann man dann auch so, dann kannst du es kaputt boxen, aber. Ja. Ich will immer auf B zum Schlagen, oder? Wie hast du das jetzt gemacht? Ich glaube, ich stand da einfach nur vor und bin da hochgesprungen, so, also dann so rüber gelaufen da praktisch. So, gucke. Jetzt mit einem Power Punch sogar das UFO daraus. Wenn du da drin stehen bleibst, ne? Bin ich tot. Bist du tot. Ja, ich hab's jetzt gesehen. Ich weiß ja, wie es geht. Drück Start. Mm, total. Ja. Irgendwann, Schatz. Ach, guck mal, der hat mich schon mal nicht getroffen. Du wirst besser. Siehst du, guck mal, der kommt angerannt. Ich habe jetzt auch verstanden, wo die Schlagtaste ist. Ach so. Naja, fast. Ja. Also halb. Ducken und das Ding kaputt hauen. Was? Ducken? Ducken und dann hauen. Nicht da drin. So meinst du? Genau. Also was natürlich. So fast so. Ja, so fast. Das war schon fast richtig. Ah. Schönes Spiel. Ich bin, glaube ich, ganz tot. Ja, dann darfst du nochmal anfangen wieder, weil du hast das schon ganz gut gemacht. Also. Naja. Guck mal, deine Score 6800 Punkte und die beste Score überhaupt, die in dem Spiel je erreicht wurde. Weil du es noch nie gespielt hast. 6800 hier. Punkte. Weil du es noch nie gespielt hast, hier, Schatz. Ich habe es nur mal kurz angetestet. Bin aber nicht weit gekommen, weil ich habe die Schlagtaste nicht gefunden. Na klar. Das kannst du beschleunigen, wenn du immer hier auf Start drückst, dann. Mhm. Genau. Oh. Jetzt hast du aber pausiert. Ich dachte, du wolltest beschleunigen. Ja, nee, das Entschleunigen. Guck mal, das fluckt jetzt schon. Siehst du das hier? Ganz toll. Ja. Genau, jetzt runter und boxen, 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 zack und weg, siehst du, genau. Ah, jetzt. Ah, so eine Art. Ja, der kann so zwei, drei Schläge ab oder den Power Punch halt, ne? Der ist aufgeladen. Ah, ja, jetzt nicht mehr. Ne, jetzt nicht mehr, genau. Ich aber jetzt stehst du in der Grütze da unten drin, genau. Hm. Ich getan habe. Du hattest vorhin auch einen Sprung, der ging dann so ein bisschen höher. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Hast du das Kreuz nach oben gedrückt dabei, wenn du springst? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann musst du probieren. Nein. Nein. Gedrückt halten die Taste vielleicht? Einfach. Welche? Die Sprungtaste gedrückt halten. Springt er dann noch höher? Nee, ne?
Nein. Nein. Es wird nicht gespeichert. Nein, es wird nicht gespeichert. Ich weiß, dass die Punkte nicht gespeichert werden, deswegen, pst, das sollte ja Motivation sein. Das ist so kacke. Nein, wirklich, nein. Ja, natürlich, beste Punkte. Hast du mich so gelogen? Ich komm da nicht hin, Schatz, ich bin zu klein. Sei nochmal da. Es gab irgendein... Ich weiß nicht, was hast du denn jetzt gemacht? Warte. Das ist kurzer. Ja, so habe ich auch gemacht. Ja, das war jetzt gerade irgendwie... Ja, ich habe auch eben irgendwas gedrückt und plötzlich war das Ding da oben. Keine Ahnung. Läuft das Ding? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es geht. Du weißt sehr wohl, wie es geht. Verrat's mir. Nein, aber du möchtest mir auch helfen. Schreck, schreck. Du möchtest mir helfen. Nein, nein. Du möchtest mir helfen. Du möchtest mir helfen. Nein. Du möchtest mir helfen. Nein. Du kannst weiterspielen. Nein, schreck nach oben und dann springen. Dann hat er es gemacht. Denk dran, die Laserstrahlen tun weh. Ja, ich weiß. Ich wollte den ja nur gerade vorbeifliegen lassen. Yes. Man kann übrigens auf die auch drauf springen. Dann gehen die auch kaputt. Ist das so? Ja. Oder auch nicht. Man kann auch. Ja, reinlaufen ist nicht so gut. Das ist bei Mario funktioniert das ich ja auch. Ich weiß. Aber guck mal, wie weit du jetzt schon gekommen bist. Total toll. Spring drauf auf den. Bin ich. Springen. Du hast jetzt ein Schrittchen runter. Aber du hast noch 2 Credits. Guck mal. Und du bist schon relativ weit gekommen, das heißt also, du bist jetzt wieder an der Stelle, wo du noch nicht warst. Also, du, ne, bist schon ein bisschen weiter im Progress und... Nicht. Oh, vergiss es. Ich habe nichts gemacht. Was auch immer ich gemacht habe. Oh, ich bin tot. Gleich. Ja, du versuchst gerade einen Speedrun. Das ist... in dem Spiel. Da musst du so eine Routine drin haben. Ist das so? Ja. Also solche Spiele zu Speedrunnen, da musst du schon genau wissen, wo Gegner kommen. Was auch also, immer ich gemacht habe. Ich schräg, habe keine Ahnung. Du hast schräg und bist oben drauf gesprungen. Nee. Doch. Meinst du? Ja. Der hat dir in die Füße geschossen. Arschloch. Nein, ich fluche übrigens nicht beim Spielen. Nein, 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 nein. Du hast noch 4 Lebenspunkte, das schaffst du noch. Also. Na klar. 3, ne? Ja. Der hat mich getroffen. Ja, spring einfach drüber. Lassen. Der guckt dich hier nicht an. Doch, nein, kommt, natürlich kommt nicht. Der guckt mich nicht an. Nein, natürlich nicht. Das hat er noch nie gemacht. Ja. Nie wirklich. Das hat, nein, na klar. Das hat er noch nie gemacht. Nein, aber du kannst weiter. Guck mal hier. Das hat er sehr wohl gemacht. Nein. Ja, weil du den von vorne immer erledigst. Ja, aber das war das erste Mal, dass er sich umgedreht hat und hinter ja, ich bin ja auch eine Frau. Das weiß der. Ja, okay. Jetzt hab ich mich. Alter. Ja, ich sollte springen. Hast du gesagt. Ja, spring drüber. Also, die meisten drehen sich nicht um und kommen hinter dir her. Na klar. Ich bin schon wieder getroffen, Schatz. Ja, bei denen musst du gucken. Die kommen irgendwo wieder hoch und idealerweise bleibst du kurz vorher stehen und haust dann, wie bei Shadow of the Beast und so. Das war jetzt Mario-Style-like. So, und du hast einen Power-Punch, den könntest du jetzt benutzen, um dieses Ding was da... Was war denn das nochmal? Der des X oder irgendwie sowas, was du da hattest. Ah, vergiss es. Doch, hat funktioniert. Hat funktioniert. So, und jetzt schräg, ja. Genau, siehst du, jetzt das Superman-Dings einsammeln. Ja, jetzt habe ich da unten mal so, ganz toll. Siehst du das? Die gehen an einer Stelle runter, kommen ja, später wieder ja. Hoch und dann kannst du es erwischen. War der falsche. War ich da vorhin auch schon? Ja. Das sieht auch ganz gut aus. Du hast noch relativ viel Energie. Jetzt nicht mehr so. Ja. Ich wollte mich umdrehen. Ah, guck mal, ich habe 3.500. 13.500. Meine ich ja auch. Das, guck mal, und du hast 13.000... Mehr als verdoppelt. Nee, genau, nicht richtig. Ganz. Und das ist die beste Score überhaupt. Ja, weil sie auch nicht gespeichert wird. Ja, nein. Ich habe zugehört. Ach so.
Was hältst du davon, wenn wir jetzt ein Spiel mit Superman spielen, wo ich dir helfen kann? Zu zweit. Ja. Dann bist du das. Holst du auch mal drauf. So. Ja. Oh, Zielwasser und so. Ja, dann auf geht's. Ich gerade gucken, welches das war. Ich meine, das war die Mame-Version. Genau. Wir spielen aber zusammen, nicht gegeneinander, weißt du? Nee, zusammen, genau. Okay. So, kannst du hier, glaube ich, wenn du drückst. Okay. Genau. Wer bin ich jetzt? Was bist du? Pass auf, kommt jetzt gleich. So, ich bin Blau. Der Blaue, du bist der Rote. Was mache ich denn? Achso, geht hoch. Ja, genau. Was mache ich? Wir können jetzt, du musst gucken, also wir können jetzt schlagen, wir können treten. Und was ist das da? Was denn? Also es geht nur B und A. B und A, genau. Alter! Was denn? Wir können uns nicht gegenseitig treffen. Kein Friendly Fire hier. So, wir müssen jetzt, die kommen hier an, ja. Die Kollegen und... Ich hab mal gegen die Kiste. Ja, genau. Die sind hinter dir. Ja, ich hab's gemerkt. Oder... Ja, geh du mal vor, das ist eine gute Idee. Ja, ist okay. Huch! Ja, guck mal, hier kann man die Tonnen wegtreten, hier unten. Das... Break? Ja. Achso. Also wenn du runterkommst, willst du erstmal ein bisschen... Alter! Der hat mir ins Gesicht gelatscht. Ja, ja. Das ist aber unfair. Ich finde das ganz cool, dass du da unten bist. Ach, und du willst dann oben machen, praktisch. Ja. Du machst die Luftabwehr und genau. Ich mache ja Bodentruppen. Huch, Entschuldigung. Gut, hoppla. Hoppala. Ja, nee, dann soll ich ja unten bleiben, wenn man ja. Das. Ne, so. Ich finde das ein bisschen lustig. Oh, was ist das für ein Kollege? Ach, das ist doch hier der Lex Luthor, wie er sich dann praktisch verwandelt hat, ne? In diesen grünen. So. Aha. Also ich nur noch einen Leben. Ich würde sagen, das war so eine Art Boss oder so. Aber ich habe mehr Punkte als du. Mm-mm. Wer bist denn du? Ich glaube, ich bin der Blaue, immer noch. Immer noch? Ich meine von den Punkten da oben, mein Schatz. Jetzt habe ich auf die Punkte geguckt und war tot. Ja, ich meine, ich bin 1 up und du bist 2 up. Ah, okay. Huch, jetzt habe ich dich geschlagen. Entschuldigung, Schatz, ich schlag dich sonst nie. Nein. Nur wenn ich es möchte, ne? Ja, genau. Wenn du es brauchst, nicht wenn du es möchtest. Oder so. Hui. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin schon wieder tot, Schatz. Wir haben es aber geschafft. Ich habe keine Ahnung. Dann hast du doch viel. Der ist nicht Hulk. Nee, das ist. Bambi sagt das schon. Der ist nicht Hulk. Das ist richtig. Er verwandelt sich nicht. Vorsicht, wie links. Okay. Aber das sah so aus, wie als er dann dieser komische grüne Anzug da anhatte. Aha. Diesen komischen Goblin irgendwas Fritzen da gemacht hat. Jetzt bist du auch mal tot, Schatz. Ja. Was ist das denn? Ja, jetzt das bin ich ganz... Helikopter. 117. Ah. Und was kannst du dagegen machen? Nur ausweichen oder was? Ich bin schon wieder tot. Der muss getroffen werden irgendwo. Ja, aber mit was denn? Hauen und... Ach, hier, guck mal, wir haben hier auch so ein... Was denn? Statt treten kannst du jetzt ein Augenlaser machen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja. Naja, das ist jetzt wie so A-Type-mäßig Shoot'em up. Ja, ich shoote ja schon. Ja, shooten. Vorsicht, diese komischen... Ja, ich weiß, ich bin ja, gleich tot. Ja, du sammelst die auch alle auf. Das sind keine Power-Ups. Ah, Mann. Ich dachte... Jetzt habe ich aber auch mal einen aufgesammelt. Wow. Ich habe schon mehr als genug aufgesammelt. Das ist ja... Den haben wir. Was? Echt? Also du hast ihn das so... Nein, du hast maßgeblich mitgeholfen. Na klar. Na klar. Auf nach San Francisco. Yeah. War da diese Golden Gate Bridge? Da ist die Golden Gate Bridge. Hier, na, guck mal. Chinatown. Oh, ich bin noch gar nicht. Ich wieder oben, du unten? Ja, können wir so machen. Mach mal, du da unten.
Ich chill mal die Base hier oben. Ja. Und dreh mich mal um. Chill mal die Nuggets. Ja, stimmt. Break. Was ist das denn hier für ein hässliches Ding? Der braucht ein paar mehr Schläge, ne? Ja, merke ich. Oh, wieso krieg ich... Ja, 3 auf 1 ist ja auch wohl völlig unfair, oder? Du wolltest oben sein. Jaha, ich will immer oben sein. Naja. Nicht ganz. Hier schon. Der tritt mir eine Gusche. Ich weiß, habe ich auch gesagt. Hat vorhin auch mit denen gemacht. Alter. Das waren 2, die waren ineinander. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ja. Bam. Wieso bin ich mir jetzt so? Also das Spiel macht mehr Spaß als das eben, wenn ich das so sagen darf. Welche, die Atari-Version? Das hier macht, also was ich da eben hatte, das war auch eine Kacke. Das, ich habe 2 auf 1, hast du gesehen? Mhm. Was ist denn das da? Das sieht ja aus wie eine Spinne. Fertig? Break. Ah, okay. Ich nehme die da. Und die geil. Der ist auch sowas, guck mal. Guck mal. Ja, ja. Und wie komme ich da raus? Ich glaube, ich muss dich befreien. Ah, ne? Danke. Also sei lieb zu mir, sonst befreie ich dich nicht. Wir werden sehen. Jetzt. Okay. Was ist das denn? Der ist... Der hat mich angeschossen. Ja, der teleportiert sich. Guck mal. Guck mal, ja. Du hast ihn weg. Das ist nicht der Silver Surfer, das ist der Golden Surfer. Ja, ich glaube auch. Lass den mal wieder rauskommen. Alter. Aus der, der hat mich schon wieder getroffen. Und da wieder. Arschloch. Schon wieder. Den ist aber... Ekelhaft. Den haben wir aber jetzt. Gleich. Den haben wir gleich. Der blinkt schon so komisch. Der scheißt sich in Frack. Nachdem er mich wieder getroffen hat. Mhm. Alter. Schatz. Was ist denn? Ja, das ist... Oh, hat mich schon wieder erwischt. Ja. Wie viel Leben hat man hier? Ich hab Münzen eingeworfen. Das ja, klar. Ist, ja, das ist Mame, das ist Spielautomat. Ich habe ein paar Münzen eingeworfen für uns. Das ist schön. Also unendlich, sagst du. So, jetzt haben wir ihn. Haben wir? Yes. Also du hast ihn wieder. Ich habe den letzten Schlag hinten noch. Ja. Oh, Sewers. Wir sind jetzt in der Kanalisation. In der Kanalisation, glaube ich, ist auch schön. Und wo sind die Ratten? Die kommen gleich. Warte mal. Das sind ja auch Huch. Alter. Der latscht mir auf die Rübe. Okay, wie weit geht das hier runter? Weiß ich auch nicht. Ich bin tot. Mal wieder. Irgendwie? Nee, du warst tot. Nein, du. Nee, du. Einigen wir uns auf wir. Oh. Oh. Alter, der haut aber ganz schöne Kellen raus. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und treten tut die Sau. Ja. Ich bin Game Over. Schon wieder. Du musst Play-Button drücken. Hab ich ja. Aber du hast ihn gekillt. Ja. Hast du fein gemacht. Danke. Achtung, das wird wieder ein Shooten ab. Ja, so. Ich glaube, sowas wie R-Typ oder Katakis oder Turrican, das könntest du auch mal spielen. Was? Nichts. Huch. Ich überlege mir nur schon mal, was wir für den nächsten Stream alles vorbereiten können. Was ist das? Das ist was ganz Chilliges. Na klar, na klar. Wirklich? Natürlich. Wo bin ich überhaupt? Ach, das bin ich. Oh, ich bin tot. Schatz, woher kommt dir das bekannt vor? Ich glaube, ich bin tot. Kann R-Typ oder Archetype sagen, genau. Was soll das sein? Was denn? Huch? Ja, das sind so... Ja, sag. Wie gesagt, ganz, ganz chillige Spiele. Na klar. Ja. Hm. Oh, schon wieder ein Heli. Ja. Ach. Was ist das Rote da? Den kannst du mal einsammeln. Ja, wollte ich. Habe ich nicht. Weg. Ich bin getroffen. Schatz, rate, was ich bin. Getroffen und tot. Tot. Ja, und wieder. Ich sammle die Raketen ein. Ist auch eine... Ach. Das ist... Nein, ich bin tot. Das ist, glaube ich, nicht so meins.
Jetzt wird es ein bisschen schneller, Achtung. Ja, natürlich. Ein bisschen ausweichen hier. Ein bisschen nur, ne? Die kleinen Raketen können wir zerstören. Die kann man auch, Ich glaube, man muss den da so in der Kanzel treffen. Da, genau. Da so in den Schlitz da rein. Ja, ja. Das ist so wie beim Anflug auf den Todesstern und dann... Schatz. Die Öffnung da treffen, genau. Ja. Die ist nicht größer als eine Wurmratte. Ja, ich habe da reingetroffen, glaube ich. Naja, auch, und wurde getroffen. Mhm. Ja, und bin mal wieder tot. Ach Gott. Naja. Aber wir haben es fast. Guck mal, es blinkt schon. Ja, ja. Der hat schon gleich schon keinen Bock mehr. Will nach Hause. Ja. Huch. Schatz. Mhm. Ich bin tot. Huch. Ich könnte auch ein Spiel spielen, in dem ich diese Bomben alle einfange. Okay. Weil, Weil du machst das sowieso, du fließt eher in die Bomben rein, ne? Ja. Genau. Fang die Bomben. Guck mal, jetzt geht's nach Las Vegas, da können wir heiraten. Nein. Mhm. Nein. Oh, es geht schon wieder weiter. Das ist, ist alles erledigt, Schatz. Wolltest du wieder oben bleiben? Ich bin ja schon oben. Okay. Das geht. Das find's gut, ne? Ja, das ist okay. Das mit diesem Fliegen, das ist mir zu schnell. Das kann ich nicht. Ah, guck mal. Die kannst du alle da unten an. Ich nehme die, ich hab die Frau da. Ah, guck mal, Lady da. Ja, ja. Oh. Alter Scheiße, ja. Danke. Jetzt wollte ich dich gerade machen. Ja, so kenne ich dich. Die wollen eher zu dir. Dreck. Alter, die können schießen, die Biester. Können wir auch schießen? Nee, nur im Flugmodus. Ach, na toll. Na toll. Oh Gott. Da kommen so ein paar komische Golem-Viecher oder sowas. Ja. Also du machst deinen Job da oben nicht gut, die kommen ja alle runter zu mir. Ja klar. Du sollst mich ja auch beschützen. Break. Kann das Ding kaputt machen? Ja. Stimmt. Hast du da Münzen? Alter! Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein... Ach, guck mal, der verwechselt das. Das ist der gleiche wie vorhin, nur dass der jetzt in blau war. Ja, es ist ja... Wo bin ich denn? Ich bin nicht da, ich hab... Du musst, genau. Ja. Bin tot. Ach, es kommt wieder sowas hier. Wieso, die kommen nur an, diese komischen orange-blauen Dingsbumster und sind, und man ist sofort tot. Warum? Nee, das nicht, aber... Doch. Nein. Doch. Nein. Ich bin immer... Alter, na klar. Der kann seine Faust raushauen, klar. Ja. Guck mal, jetzt habe ich ihn da. Ja. Hast du gesehen? Ja, hast du super gemacht. Glitch? Hast du fein gemacht. Yes. Ist frisch hier. So. Jetzt ist wieder dein Lieblingspaar. Na toll. Ach, guck mal, ich bin heute schon mal hier. Oh, wo bin ich denn? Ach so, ja. Ich bin noch nicht gegen so ein Ding geflogen, Schatz. Doch, jetzt. Nein, ich habe es ja erwischt. Ja, jetzt. Ja. Hier, Bambi sagt auch gerade was. Ne? Er fragt sich, was gewesen wäre, wenn man Superman heute erfunden hätte. Weil der zieht sich an der Telefonzelle immer. Oh, die gibt's ja gar nicht mehr. Nee. Gibt's bei euch noch welche im Osten drüben? So ein paar oder auch nicht mehr? Nö. Auch nicht mehr, ne? Ja. Also ich wüsste nicht. Ich bin tot, Schatz. Mal wieder. Ich weiß, dass wir früher mal Telefonstreiche gemacht haben und diese Nummer mit R angerufen haben und so weiter. Das war so lustig. Ja, wir haben immer Stinkbomben in Telefonzellen. Das haben wir nicht gemacht. Ja, doch. Oh Gott. Du hast ihn. Ja. Du hast... Quatsch. Doch. Quatsch. Das ist ein Versehen gewesen. Ah, guck mal. Ich bin schon wieder tot.
kann man ja gar nicht gehabt haben. Das ist ein, jetzt kommen die von unten hoch? Sind die doof oder was? Die bouncen. Oh. Ja, und jetzt ist er schon wieder hier. So. Ja, und da ist wieder so ein. Ja, wieder die ich Kugel hab's getroffen. In der Mitte. Da. Nee, ich muss ein bisschen höher da rein. Der macht zwischendurch die Luke da auf. Ja, ansonsten ausweichen. Nö. Und du gehst einfach so. Ja, ich bin sowieso tot. Aber du hast den letzten Schuss noch gesetzt gehabt. Quatsch. Doch? Quatsch. Das war deiner. Ich habe das gesehen. Der ging da rein. Ist er nicht? Der ging da rein. Schatz, setz die Brille auf, dann siehst du auch. Auf was. Nach Wort. Nein, dann sehe ich. Da bin ich ja klar Kent, wenn ich jetzt meine Brille aufsetze. Ich will ja Superman sein. Hast du Superman mit einer Brille fliegen sehen? Nein. Nein. Also. Also bei Washington DC. Ja. Oh, ich hab dich geschlagen. Aua. Entschuldigung. Nein, nicht Entschuldigung. Ich geh mal ein Stück nach oben. Huch. Was ist das denn hier? Schatz, hier ist irgendwas Grünes. Ja, Bäume. Was grün? Nein, das war nicht ein Baum. Das war irgend so ein... Das sind Bäume überall. Ja. Du hast versucht, einen Baum zu hauen. Nein. Lass das die Thünberg nicht sehen. Ach, Thünberg. Die soll mal. Die ist nur freitags aktiv. Heute ist Sonntag. Ach so. Da. Schatz. Was ist da oben? Da, ich bin tot. Da bleibt doch immer alles über da oben. Das stimmt doch gar nicht. So, Dreier habe ich weggeklatscht da oben. Wenn da unten mehr kommen, kann ich ja nichts dafür, oder? Huch. Da komm nicht mehr. Guck mal jetzt hier. Ferrari kaputt gemacht. Das schöne Auto. Was willst du damit? Nix. Denk dran, hier, die Spinnen. Ah, verdammt. Kannst du mich bitte retten? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Nein. Oder, nee, du kommst nach einer Zeit automatisch. Warum machst du das? Schatz, ich liebe die MX. Scheiße. Warum machst du das denn? Warum gehst du da rein? So geil. Guck mal, hier kommen sie schon wieder mit Spießen an. Gestern der Spießbraten war lecker. Das ist stimmt. Und Haggis, yam yam yam, das war echt cool, das war super lecker. Also ein Dank an den Koch der Pfeffermühle. Genau. Das hat er hervorragend, Schatz, ich wollte dich gerade retten. Ja, aber wenn du mir was von Essen erzählst, dann kann ich mich hier nicht mehr auf diese Geschosse konzentrieren. Das ist auch geil. Oh, was ist das für einer? Der ist scheiße, wir sind tot. Ach, der ist wieder der auch tritt da, dieses Mädchen. Dreckvieh. Hast du gesehen? Ja. Er hat mich ins Koma geschlagen. Und du ihn. Ja. So, jetzt geht's gleich wieder irgendein Gebäude hoch. Wetten? Ach, nee. Ja, doch, die Level, die wiederholen sich so ein bisschen. Ein bisschen. Mhm. Ein bisschen, aber nur ein bisschen, Schatz. Du hast ja auch mal gelegen, das ist ja Wahnsinn. Huch! Ich hab dich aber jetzt nicht geschlagen. Das war ich nicht. Alter. Das werden immer mehr Dreckviecher hier. Nein, ich hab nicht Dreckviecher gesagt. Ich bin auch nie am Fluchen. Nein, ich hab den dahin geschlagen. Du musst ein bisschen mehr in der Mitte bleiben, weil die kommen ja vom Rand. Die kommen vom Rand raus. Ja, aber wenn ich zu sehr. Wenn ich in der Mitte bleibe, dann kann ich den ja nicht dahin schlagen, wo es weh tut. Du haust dir den in die Eier rein. Ja, oder? Sicher. Hast du auch verstanden? Sicher. Der brennt. Guck mal, der ist Mr. Fackel. Da musst du ein bisschen gucken. Ja, ich gemerkt. Es brennt. Ja. Und dann macht er auch noch Round Shot. Ah. Und warum fliegst du denn ins Feuer? Mir ist kalt. Aber ist du hast ihn. Ja, Zufall. Ich bin begeistert. Wovon? Ach, jetzt ist wieder dein Lieblingslevel. Guck mal. Oh Gott. Ganz toll. Aua. Oh, die brauchen aber mehr. Scheiße. Ich kann das bis jetzt ganz gut. Ich bin nicht gestorben. Noch nicht. Ich schon. Wo bin ich eigentlich? Ja, da. Jetzt kommt von oben auch noch was. Schatz, ich bin tot. Ja, dann. Ich versuche mal einfach alles mitzunehmen. Das kann ich am besten in diesem Level. Man geht gerade. Doch, also deine Reaktion ist jetzt schon um einiges besser geworden. Naja, geht so. Nee, wirklich. Quatsch. Ich weiß, dass ich nicht gut da drin bin, ist aber auch nicht schlimm. Muss da auch nicht gut drin sein.
bin tot. Da kommt ein Schrapnell und das erwischt einen noch. Mhm. Das macht ganz schön laute Geräusche, das Ding. Mhm. Schatz, ich hätte ja einen roten Daumen, aber ich bin tot. Überraschung. Du kannst doch einfach auf der Taste gedrückt halten, der macht Autofeuer. Echt? Ja, ja. Macht er? Ja, ja. Warum sagst du mir sowas nicht? Ich wollte dir ein bisschen Herausforderung geben. Weißt du, ich sitze hier wie doof und ich bin tot. Ja, dann, tot. Du musst ein bisschen vor diesen blauen und gelben ausweichen. Ach, warte. Wir haben ja scheinbar unendlich Leben. Nein, ich habe ein paar Münzen eingeworfen. Achso, ich sollte vielleicht mal wieder auf Start drücken, dann kann ich dir helfen. Siehst du, weil du jetzt wieder ins Spiel gekommen bist, haben wir es geschafft. Ja, weil du die Vorarbeit geleistet hast. Nein, das kann man so nicht sagen. Wir gehen in ein Raumschiff. Oh, Spaceship. Oh, guck mal, wie es wird. Ja, es wird. Achso, ich habe ja eben gelernt. Oh. Man kann die Taste gedrückt halten, ne? Genau. Voll gut. Ich bin trotzdem tot. Ja, gut. Man kann auch... Die Dinger, die brauchen aber wirklich unheimlich viele Treffer, ne? Ja. Oh, schön. Ja. 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 Oh. Okay. Ja. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich versuche es. Fuck. Scheiße. Oder wir machen das so, du sammelst die ein und ich treffe die Mitte. Was hältst du davon? Nee. Außerdem mache ich das eh schon lange Zeit. Das ist weg. Wo sind wir jetzt? Das ist wieder dein Lieblingslevel. Das ist wieder so. Achso. Natürlich draufhauen. Was ist das denn für ein Kanickel? Das ist ein pinker Haas. Ich dachte schon, die Playboy-Bunnies wären da. Die Playboy-Bunnies. Guck mal, sogar mit hier diesen Stulpen, wie man die in den 90ern hatte, unten an den Füßen. So viel süß. Britney Spears. Britney. Die kriegt eine auf die Gusche. Aber sowas von. Aber was haben die hier? Was haben die? Aber hey, hüpfen kann sie. Aber die verträgt nicht viel. Warte. Oh. Alter, jetzt schießt es von unten oder? Ja, die muss man wegkicken. Ja, kannst du das bitte machen? Du bist für unten zuständig. Wenn du mir oben den Rücken frei halten würdest, könnte ich hier unten aufräumen. Ja, klar. Aber ich kriege irgendwie immer nur von oben den ganzen Rotz. Ja, natürlich. Na sicher. Mir läuft durch die Nase. Es kann also gar nicht von unten runter, von oben runter tropfen. So, jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin tot. Break. Das ist ein Schwarzer, so ein Ninja. Ja, ganz toll. Nicht gut? Weiß nicht, das könnte... Der hält einen fest, guck das mal an hier. Und dann macht er Britz. Gut gebrutzt, sagst du. Mhm. Bei mir ja nicht. Ich habe den einen auf der Busche gegeben, dann war er weg. Mhm. Ja, ist so. Hast du nicht gesehen? Da schießt irgendwas, Schatz. Mach es tot. Ach. Ich habe es selber tot gemacht. Kannst du das bitte kaputt machen? Ich bin ja schon dabei, aber ich habe hier auch noch so ein bisschen was an der Hacken. Also du kümmerst dich ja nicht darum, dass ich hier freie Bahn habe. Natürlich. Na. Ich bin hier oben zugange und mache alles frei. Nein, in zwei Jahren. Der ganze Boden war voll. Es hält mich fest, Schatz. Ja. Ich kann nichts machen. Gleich mal Warte. So, jetzt. Nee. Du hast mich befreit. Ja. Vielen Dank. Bitte. Ganz toll. Ganz toll. Jetzt konnte er es nicht machen, weil das ich ist, obwohl du trotzdem immer krummer Hund zu mir sagst. Ich? Jo. Nie.
Kann man da auch. Achso, nee, kann man nicht. Natürlich. Kann man aber kaputt machen. Ich bin tot. Mal wieder. Ob irgendjemand gezählt hat, wie oft ich das gesagt habe? Oh, nein. Jetzt wirst du mal. Dass du, ich bin tot oder was? Ja. Hm. Oh, Scheiße. Ich lach dich aus. Liegt selber. Liegt selber drin. Also, ne? Und schon wieder diese scheiß Spinnenmenschen. Ah, na geil. Alter. Schatz. Ja. Das ist Kacke. Nee, das ist Spinnennetz. Ey, erst Spinnennetz, ja? Und dann dieses Dreckvieh. Ja, diesen Roboter, den muss man immer. Ja, hab ich ja. Dann, genau. Hab ich ja. Da kommt wieder so ein. Ach, na toll, hat mich okay, festgehalten. Ich hab. Ja, es ist toll. Jo. So, ach. Der ist auch weg. Guck. Ganz toll. Rick. Ah. Was ist das? Achso. Ja, sag mal. Ich hab ihn tot gemacht. Bitte. Danke. Obwohl es auf dem Fußboot war, ja? Wollte ich nur mal so sagen. Wonder Woman? Was für ein Ding? Da irgendwie so ein Supergirl, Wonder Woman, irgendwas, Verschnitt. Ja. Immer noch besser als Britney Spears in ihrem pinken Hasenkostüm hier. Ha. Ja. Ach, sagst du. Wieder in die Mitte? Ja, ist ja gut. Seit wann kann man in der Luft springen, ey? Die können das. Ja, ich sehe das schon hier. Blondie. Es hält mich fest. Jetzt brutzelt es mich. Ja, ich, jetzt kriegt es auf der Fresse. Ja, und ich auch gerade so. Ja. Schön. Wo bin ich denn? Ach, da. Ja, hier Tiefschlag. Das hat mich abgeschossen. Diese pinken Hasen, die sind echt, das haben wir noch nie gesehen. Völlig genial. So, ah, wieder hier. Na geil. Ist der tot. Ha. Ha, wir haben's. Ist er weg? Ja. Das war jetzt im Raumschiff, haben wir's? Das kommt noch jetzt nach oben, nee, hier diese Schießaktion. Achso, das sind dann die. Wo ich ja jetzt neuerdings weiß, ne, ich kann die ganze Sache gedrückt halten. Und diese Teile hier kannst du auch kaputt machen. Dann kommt man hier besser durch. Bin ja schon. Also von oben wieder. Ja, ich sehe es schon, ich bin tot. So, guck mal. Ja, ja, natürlich. Natürlich gechillt hast du, ne? Ah, Dreckviecher. Ja, getroffen. Da, getroffen. Hm, tot. Das hat aber diesmal länger gedauert, Schatz. Bist du tot, was? Ja. Ich sag halt, du. Ne? Naja. Schieß dich so langsam auf diese Spiele ein. Hm. Ich bin immer froh, wenn ich dir diese Retro-Liebe nahe bringen kann. Boah, was für Dreckding. Oh, ich bin tot. Und wieder tot. Retro-Bestrafung, ja. Was? Vampir sagt es, Retro-Bestrafung. Ja. Aber? Ja. Wir teilen die Bestrafung aus. Ja, es hat verloren. Wo geht's jetzt hin? Keine Ahnung. Donnerschlag, die hauen aber ganz schöne Kellen raus. Ja, hier. Hier, Tiefschlag ist am besten, Schatz. Immer in die Klöten. Oder so. Huch, ich sollte vielleicht mal rangehen.
beide tot. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mit auf den Grünen hier konzentrieren. Wo bist du denn? Wo bin ich? Ich glaube, der Grüne ist der Anführer von denen und er holt sich immer mehr von den braunen Kollegen hier dazu. Ach, meinst du so? Ja, ich bin schon ja tot. Der hat dich weggeschmissen, hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Der hat dich in der Hand genommen und weggeworfen. Ja, ich bin ja auch nur im Fliegengewicht. Ach, du hast ihn, sehr geil. Siehst du? Und dann hauen die nämlich ab. Haben sie Schiss? Ja, du hast recht. Oh. Fertig? Guck mal. Their actions save Earth. Oh. There's no time for rest until evil ceases to exist on Earth. Earth will need them sometime in future. Und sie fliegen an den ganzen Monumenten vorbei. Ja. Warte mal, ich stehe gerade. Ja, so, das waren jetzt hier unsere anderthalb Stündchen, ich würde sagen. Ujub. Noch eine Runde Ujub. Ujub. Noch einmal. Das ist zum Entspannen, Schatz. Okay. Das war... Ich lass dich auch nicht gewinnen. Du lässt mich auch nicht gewinnen. Gut. Prost. Auf Superman. Auf Superman. Möge er die Erde noch um einiges länger retten. Also das war auf jeden Fall besser als das eben. Das eben fand ich nicht so gut. Du hattest aber schon den Ich wusste überhaupt nicht, wo ich war. Nee, warte mal. Nicht das. Das erste. Da wusste ich überhaupt nicht, wo ich bin. Das sah für mich alles gleich aus. Mhm. Das mit dieser Brücke. Weißt du? Ja. Okay. So. So. Du sagst also, willst mich dann nochmal... Darf ich meinen Glücksfuß auch wieder so platzieren? Du kannst platzieren? Deinen Fuß auch gerne dann wieder bei mir... Warte. Genau, oben auch. Ich muss mal gerade noch eben einmal... Mach mal. Wir haben nämlich jetzt leider keine vernünftige Lichtquelle mehr. Das heißt, wir müssen jetzt... Und zurück. Ja. Da habe ich vorhin nicht dran gedacht, dass wir das vielleicht noch mit einer anderen Lichtquelle machen sollten hier. Da bin ich raus. Da bist du raus. Ja. Aber bei Ojub, da bist du gleich wieder drin, ne? Ich bin drin. Gut, dann. So. Bereite dich darauf vor, besiegt zu werden. Schatz. Okay. Zwei Spieler. Echt? Wir sind gemutet? Nein, ja, jetzt sind wir nicht mehr gemutet. Das war gerade wegen dem... Das war eigentlich eine Szene, die ich nicht zeigen wollte, aber ich musste dann doch die Kamera wieder ein bisschen heller stellen. Schatz, ich habe irgendwie... Warte mal, ich muss gucken. Ja, so sieht doch so ganz nett aus. Schatz, wie war das nochmal, wenn ich alles abräume? Das kannst du sein lassen. Oh, warum? Das war voll gut. Nein. Ich weiß, da ist irgendwas total Tolles passiert. Ja, ja, genau, richtig. Was war das nochmal? Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Ja, dann stürzt das Spiel ab, deswegen mach das mal. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Gelogen. Das hat's nicht gemacht. Ich glaube, das war ein ganz toller Effekt. Ich muss gerade so irgendwie über das Mikro so drüber weggucken. Echt? Ja, ich habe mich jetzt irgendwie anders hingesetzt. So. Ja, okay. So ist besser. Besser? Vielen Dank. Gerne. Oh, jetzt helfe ich dir sogar noch? Ja. Und ich habe dir Geschenke verteilt. Als Dankeschön. Das wird gut. Das ist gut. Nur für dich, mein Schatz. Toll, danke. Sehr gerne. Ja. Schatz, habe ich dir heute schon gesagt, wie sehr ich dich liebe? Wenn du es tun würdest, dann würdest du diesen ganzen Rotz drüben behalten, mal eben. Ja, aber ich mache dir Geschenke. Das sind keine Geschenke. Doch. Nein. Doch. Du kannst sie nur wieder nicht
Ich mach das so. Also ich weiß, dass wir das nicht zu wertschätzen. Ja. Genau, danke. Bitte. Ich bin gerade nicht auf das passende Wort gekommen. Ja. Guck mal, in der Mitte baut sich ein Türmchen auf. Sehr süß. Ich hätte nur in der Mitte, hast du das gesehen? Das klang jetzt trotzdem falsch. Och, guck mal, wie süß. In der Mitte baut sich ein Türmchen auf. Jetzt, wo du sagst. Das klang falsch. Aber es trifft's auch. Ja. Geil, guck mal, ich hätte noch einen. Sag mal. Ah, herrlich. Nein. Schön. Nein. Schatz, guck mal, draußen ist bestimmt gleich ein Regenbogen. Ja, das ist ja. Ja, nee, war nicht, aber ich wollte dich ablenken. Das ist, nein. Das ist so extrem dunkel jetzt gerade hier drin geworden. Scheiße. Verdammte Axt, hast du das gesehen? Nein. Daneben. Habe ich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich feier gerade meinen. Was? Verstehst du? Nein. Ja. Oh, das war klar, dass das Ding auch wieder drauf landet. Hast du also Schwierigkeiten? Nein. Gut. Überhaupt nicht. Denn ist ja gut. Ach, schön. So. So. Ja. Nichts. Nichts. Ich habe mich nur geräuspert. Okay. Dann ist ja gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Mhm. Soll ich Taschentücher holen? Nein. Ich dachte. Noch kein Türmchen gebaut habe, aber auch keine Taschentücher. Oh. Manchmal bist du ja so ein bisschen sentimental und sehnst die Zeit herbei, als das noch nicht so gut funktioniert hat hier. Als ich dir das Spiel gerade noch so gezeigt habe und ja. Du noch nicht so ganz drin warst, ne? Ja. Mhm. Hätten wir es mal dabei belassen. Du sogar so einen Behindertenbonus wieder. Bisschen. Bereit? Ja. Schön. Ins Gut, sagst du. Ich finde das gut, ja. Nein. Du nicht so? Ich mag's. Ja, mögen und gut finden, das ist ja immer noch ein, ne? Begeisterung klingt jetzt anders. Ja, also ich liebe diese Spiele, wenn ich gewinne, wenn ich verliere. Ich finde sie so scheiße. Finde ich sie auch gut, aber nicht mehr ganz so. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber... Schatz, 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 jetzt! Nee. Doch, war voll gut. Weil ich auch abgeräumt habe. Scheiße, ich habe sie auch alle weggehabt. Hast du das gesehen? Nein, du hattest nicht alles weg. Doch, hatte nein, unten nein, ist doch nichts nein, mehr. Nein, nein, ich war schneller. Das war voll gut. Ich liebe das. Ich war schneller. Scheiße. Voll gut. Nein. Doch. Das wäre für mich so der Triumph gewesen. Soll ich dir was sagen? Es war jetzt das dritte Mal, dass ich dich nackt gemacht habe. Nackt? Also, ja. Das dritte Mal erst? Wir sind 4 Jahre zusammen. Das ist das dritte Mal, dass du mich nackt gemacht hast? Bei dem Spiel. Ach so. Ha, herrlich. Viel besser als Superman, wenn ich das sagen darf. Ja. Doch. Das ist viel cooler. Es war witzig, ja, aber ich finde,
Den Triumph hier koste ich ein bisschen mehr aus. Weil das kann ich schon hier. Das werde ich mir jetzt, wer weiß, wie lange anhören müssen. Ach, wie super. Ja. Voll gut. Und ich frage dich eben noch, wie war das nochmal, Schatz? Was passiert da? Hm. Das hast du mit Absicht gemacht, weil du das schon wusstest, dass das kommt, ne? Nein! Das ist ja immer so ein Zufallsprodukt. Ja. Aber ich feiere es jedes Mal aufs Neue. Ja. Und freue mich voll. Ja. Ganz toll. Du nicht so? Nein. Ich finde das voll gut. Ach, Schatz. Soll ich jetzt doch ein Taschentuch holen? Nein. Schlimm ist es ja nicht, muss man ja sagen. Ich muss halt nur, brauche länger, um dich zu besiegen, weil ich das Ganze alles wieder abbauen muss hier halt. Ne? Achso, na klar. Also ist das, aber ansonsten ist schon okay. Also du kannst gerne so weitermachen, wenn du möchtest. Mm. Natürlich. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Egal, was du gemacht hast, mach weiter so. Ist okay. Nö, ja, es passt schon. Alles gut. Alles gut. Das ist gut. Das ist hervorragend. Du, ich war gerade. Hast du was gesagt, Schatz? Nein. Es rauschte gerade so. Ja, ja. Habe ich da so ein Mimi? Nein. Gut. Ach, schön. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Spiel liebe? Immer noch. Ja. Gut. Das Einzige, was ich bei dir sehe, ist, dass du relativ viel aufgebaut hast, Grim. Und ich freue mich schon. Ich denke mir schon so, sie hat das Spielprinzip doch nicht verstanden, ne? So mit dem Abbauen, ne? Sie baut eher auf. Und auf einmal ballerst du mich trotzdem wieder zu. Wo kommt das alles mal weg? Das sammle ich und horte ich. Okay, extra nur für mich. Natürlich, damit ich dir ein besonders schönes Geschenk machen kann. Okay, verstehe. Und weil du dich immer so schön freust, dann. So, läuft. Läuft bei dir, sagst du. Mhm. Aber mir war nicht so. Verstehe ich gar nicht. Ja. Das läuft hervorragend. Oh, Alter. Das ist richtig gut gerade. Nein, das ist nicht. KI wieder. Schatz, kriege ich auch so einen Bonus? Yes, 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 yes. Den brauchst du nicht, du hast ja keinen gekriegt. Die alles entscheidende Runde steht 1-1. Warte. Auf ein faires Spiel. Auf ein faires Spiel? Auf ein faires Spiel. Sei fair. Okay. Bereit? Yes. Auf geht's. Keine Gnade? Nein. Kein Rückzug? Nein.
Ich sehe schon, wir gönnen uns nichts. Natürlich nicht. Hast du es erwartet? Gar nichts. Hast du es erwartet? Nein. Gut. Du hast immer gesagt, du willst richtig spielen. Und nicht so ein... Dann spielen wir richtig. Oh Gott. So. Mein Schatz. Schatz. Mein Schatz. Ja. So. Läuft der Hause hier. Der kommt gut. Der ist super. Ja, Schatz. Wolltest du etwas sagen? Nein. Ich finde das, gut, dass du über dich hinausgewachsen bist in diesem Spiel. Obwohl es aus der recht begrenztes kommt jetzt, ne? Was? Ich dachte, da kommt jetzt auch so ein Spruch von mir. Nein, nein, ich habe da absoluten Respekt vor. Und den zoll ich dann auch grundsätzlich, wenn ich merke, jemand ist da so über sich hinausgewachsen. Und genau. Kannst du dich auch für mich freuen? Mach ich ja. Ja? Ja, ja. Wann denn? So, wenn du mich hier so richtig fertig machst, richtig lang machst und du freust dich und hüpfst fast einen halben Meter hoch neben mir, freue ich mich für dich. Wann hast du das eben gezeigt? Hab ich ja. Das, was du gehört hast, war kein Zähneknirschen, das war schon Freude. Das war schon Freude. Das musst du aber auch dazu schreiben, ne? Dass es Freude gewesen sein soll. Ja, gut, dann... Da musst du schon noch ein bisschen dran arbeiten, ja, ne? Beim nächsten Mal, gut. Also gibt's ein nächstes Mal. Es kommt drauf an, wenn ich jetzt gewinne, mache ich auf jeden Fall noch ein nächstes Mal. Ja, natürlich. So, Schatzi. Ja. Läuft. Kannst du aber gerne so weiterführen. Es passt alles trotzdem noch im Plan. Ja, suboptimales Spielen ist aber das, ne? Du baust dir damit ja Möglichkeiten auf, die Fehler, die du gemacht hast, während des Spielens zu korrigieren. Ich weiß, genau. Mein Schatz. Ich habe das schon verstanden. Ja, das stach gerade so. Leg den Joystick doch kurz an die aus der Hand. Nee, das geht. Nein. Warte nur kurz weg. Nein. Es geht dann schon. Irgendwie. Ach, guck mal, Schatz. Ist ja nicht süß. Tü. Das muss so. Oder so. Oder so. Genau. Oh, der ist kacke gewesen. Der war richtig kacke. Das war versemmelt. Aber es gibt ja nichts, was man nicht korrigieren kann. Genau. Genau. Damit zum Beispiel jetzt. Das war ganz nett. Das ist nicht lustig. Doch. Nein. Doch. Nein, das ist nicht lustig. Wie kann es sein, dass du sagst, das war jetzt kacke?
was dann hier bei mir ja, weil ich einen Stein falsch gemacht habe, wie ich das eigentlich ursprünglich in meinem kleinen Köpfchen geplant hatte. Ja, aber das ist... Es war nur ein Stein, aber ich ärgere mich trotzdem auch über diesen einen Stein. Es hätte perfekter sein können, dann hätte es so richtig gerumst. Sei froh, dass ich diesen einen kleinen Stein... Das, der versemmelt war, genau. Ne? Das ist noch mein Glück gewesen. Genau. Ne? Ansonsten hätte es mich blank gemacht hier so richtig. Nackt. Ne? Na super. Ja. Wobei ich dich sehr gerne nackt sehe, also... Aha. Och, guck mal an, was da so alles passiert. Das ist Liebe, Daniel. Das ist Liebe, ja. Rabums! Nee, das konnte ich jetzt gerade noch verhindern, dein Rabums. Echt? Ja. Schade. Und dann kommt der nächste. Das machen wir so. So. Ich könnte ja mal ein bisschen an der Seite hingehen, ne? Das auch. Oh, cool. Schatzi, es regnet. Ja, ich sehe es schon. Ganz, ganz doll. Es regnet. Schalalalalala. Nee, das war so gut, das da. Schatz, du bist so still geworden. Was ist los? Du, ich freue mich einfach über diese hervorragenden Spielzüge von dir. Ich habe ja gesagt, ne, also Freude. Du arbeitest dran. Genau, ich arbeite daran, die Freude dann auch zu zeigen. Echt? Freu dich mal. Freude, Schatz. Freude, hast du gesagt. Freude und Strahlen. Irgendwie sieht Freude sonst anders aus bei dir. Ich habe gewonnen. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich tot bin. Hatte ich eigentlich vorhin noch erwähnt, zu sagen, der Gewinner muss heute Abend kochen? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Außerdem ist das Kochen sowieso. Ich fange vielleicht an, ja. Aber du kannst es gar nicht mit angucken, wie ich koche. Und dann stehe ich irgendwann sowieso an der Seite und gucke mir das gerne an, wie ja, du das machst. Ja, aber guck mal, das Essen schmeckt ja am besten, wenn man mit Liebe und Wonne und Freude kocht. Ja, deshalb kochst du ja auch. Ich bin ja jetzt tief erschüttert. Ach, Schatz. Nein, also ja, ich glaube... ich glaube, wir lassen es dann für heute mal bewenden und ja... Wir werden uns das nächste Mal wiedersehen, ne, wenn Superman seinen Dienst abtritt und wir Batman rausholen. Batman. Nicht mit B-E-T-T. Nicht? Nein. Oh. Nein, das kann man auf Twitch nicht machen. Nein. Wir gucken dann schon Batman. Und Robin. Dann okay. bin ich Batman und du bist Robin. Warum? Soll ich etwa Robin sein? Ja. Aber ich bin größer, nicht du. Na und? Was denn, Robin? Geh auf die Knie, dann bist du kleiner. Ich würde sagen, wir lassen es damit bewenden für heute. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und, schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag noch, genau. Und genießt den Feiertag morgen. Langes Wochenende. Langes Wochenende. Ich habe Urlaub.